Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit mit dem wahrscheinlich aktuellsten Thema überhaupt, und zwar Social Engineering und Phishing, weil viele Black Hats benutzen diese Techniken und haben damit leider viel zu sehr Erfolg, obwohl man einfach nur, wenn man sein Gehirn einsetzt, da braucht man überhaupt keinen Virenschutz, keine Firewall, kein gar nichts, nur sein Gehirn, um diese Sachen abzuwenden. Aber bitte hört euch einfach den kompletten Teil an und ich möchte am Ende natürlich auch noch was dazu sagen, wie man sich dagegen verteidigen kann. Allerdings kann man hier zu diesem Thema wirklich nur sagen, es ist leider immer noch sehr aktuell, obwohl man mittlerweile eigentlich davon ausgehen sollte, dass jeder verstanden hat, dass es IT-Sicherheit gibt und dass man seine Passwörter nicht rausgeben sollte. Aber leider, naja, ist es halt immer noch nicht überall angekommen. Deswegen ganz speziell, sendet dieses Video am besten an alle Leute, die ihr kennt, die vielleicht nicht unbedingt darauf aus sind oder vielleicht auch mal einem Kundenservice von Microsoft vertrauen würden und dem sein Passwort geben würden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Social Engineering bzw. Phishing zu betreiben. Aber alle zielen darauf aus, dass man die Leichtgläubigkeit von Menschen ausnutzt im Endeffekt. Das heißt, wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, es gibt mehrere Kategorien, wie gesagt. Eine wäre zum Beispiel, eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hallo, sehr geehrter Herr so und so, ich bin von Amazon Kundenservice und ich muss Ihr Konto warten, weil es da irgendwelche seltsamen Vorkommnisse gab. Wie ist denn Ihr Passwort? Oder wie sind Ihre Bankdaten? Oder wie lautet die Antwort auf Ihre Sicherheitsfrage? Oder. All diese Sachen sind möglich. Ich habe tatsächlich aber auch schon viel, viel dreistere Methoden gesehen, und zum Beispiel eine davon war, man ruft tatsächlich an und gibt sich als Kundenservice aus, denn am Telefon hat der andere nicht so viel Zeit zum Überlegen. Das heißt, wenn ich jetzt bei euch anrufen würde, würdet ihr mir wahrscheinlicher euer Passwort geben, als wenn ich euch eine E-Mail schreibe, denn bei E-Mails wird man mittlerweile einfach immer misstrauisch, wenn jemand nach einem Passwort oder sowas fragt. Aber bei einem Anruf, da hat man nicht so viel Zeit nachzudenken. Vor allem, wenn es irgendwann mitten in der Nacht ist oder sowas. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass derjenige einfach seine Sicherheitsfrage beantwortet oder zum Beispiel einfach alle Sicherheitsfragen durchbeantwortet. Also wenn ich den dann frage, wie hieß ihr erstes Haustier, wie hieß ihre Mutter mit Geburtsnamen oder sowas. All die Dinge kann man tatsächlich leider viel zu häufig erfragen, und vor allem am Telefon, wo die Leute nicht so lange nachdenken. Was auch sehr häufig ist, tatsächlich jetzt hier in Karlsruhe sind tatsächlich ein paar Leute rumgegangen, die haben sich als Kundenservice ausgegeben von Microsoft und sind zu den Firmen tatsächlich reingekommen, haben gesagt, hallo, wir sind von Microsoft Kundenservice, wir möchten ihre PCs warten, weil es da irgendwelche komischen Vorfälle gab. Und die Leute haben natürlich alle gesagt, ja klar, kommen Sie doch rein, ist ja kein Problem, Sie sehen ja aus, als wären Sie vom Fach, aber keinen Ausweis oder sowas verlangt. Und die sind dann tatsächlich an den Rechnern gewesen, haben einfach ihre Software aufgespielt, eine Backdoor installiert oder einen Trojaner installiert oder sonst irgendwas. Was das alles ist, dazu kommen wir noch, keine Sorge. Aber dann haben sie einfach dieses Gebäude wieder verlassen und hatten Vollzugriff auf die Rechner. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Damit werdet ihr, wenn ihr in der Firma seid, wahrscheinlich vertraut werden. Aber wichtig ist, immer nach einem Ausweis oder sowas zu fragen. Die können natürlich auch gefälscht sein, aber es ist unwahrscheinlicher. Und am besten einfach sagen, nee, sorry, also ohne Termin schon mal gar nicht. Okay, was aber für euch wahrscheinlich aktueller ist, sind diese Dinge, die ich hier mitgebracht habe. Wow, das ruckelt gerade irgendwie ein bisschen. Egal. Und zwar einmal ein kleiner Screenshot aus einer E-Mail von vermeintlich Amazon, war aber nicht von Amazon. Ganz wichtig ist hierbei, dass ihr prüfen müsst, wohin die Links gehen. Das heißt, wenn ihr eine E-Mail von Amazon bekommt, einfach generell keine Links anklicken. Denn wenn Amazon wirklich irgendwas von euch möchte, also zum Beispiel, wenn hier irgendwas steht von wegen verdächtige Aktivitäten bei ihrem Amazon-Konto oder Amazon-Konto, tut mir leid, dann müsst ihr nicht auf diesen Link klicken, der dann eventuell zu einer bantaoduok.com-Seite führt. Slash danke. Sogar mit Humor, okay. Naja, auf jeden Fall müsst ihr da nicht draufklicken, sondern euch wird eigentlich von seriösen Webseitenbetreibern oder generell von seriösen Unternehmen wird euch immer nur gesagt, dass es verdächtige Aktivitäten gab und dass ihr euch bitte auf eurem Konto einloggen sollt und dort überprüfen sollt. Das heißt, auf keinen Fall auf irgendeinen Link klicken, sondern euch einfach direkt von amazon.de auf dem Konto einloggen, und dort wird euch dann nochmal irgendwo eine Meldung entgegenfliegen von wegen irgendwelche seltsamen
irgendwelche seltsamen Aktivitäten, die ihr überprüfen müsst, wenn es wirklich echt war. Wenn es nicht echt ist, dann wisst ihr, ah, okay, es ist nichts passiert, aber dann einfach nochmal auf dem Konto nachgucken. So, das sozusagen als grundlegende Kenntnis. Hier oben sehen wir sogar, die E-Mail-Referenz ist da, also teilweise wirklich sehr, sehr gut, aber hier sehen wir zum Beispiel auch schon wieder ein Anzeichen, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist natürlich dann, ja, da könnte man schon wieder ein bisschen stutzig werden, denn Amazon kennt unseren Namen. Aber ich habe tatsächlich auch schon Phishing gesehen, da wurde derjenige mit dem Namen angesprochen. Also das ist tatsächlich kein Indiz. Wenn das hier so, sehr geehrte Damen und Herren, dasteht, dann ist das ein Indiz dafür, dass es nicht von Amazon ist. Aber wenn hier sehr geehrter Herr, was weiß ich was, steht, dann heißt es noch lange nicht, dass die Meldung auch wirklich richtig ist. Okay. Also die werden immer, immer besser und Spearfishing oder Phishing generell hat einfach schon eine unglaublich hohe Erfolgsquote. Ich meinte, ich habe mal irgendwas von 60% gelesen, allerdings waren das wirklich gute Phishing-Mails, wo sie da 60% Erfolgsquote hatten. Das heißt, bitte, ja, von mir aus teilt das Video oder sagt einfach allen, dass sie wirklich nicht mehr auf ihre Mails irgendwie antworten müssen. Oder solche Mails nicht mehr beantworten brauchen. Also ich habe das tatsächlich auch schon mehrmals mit meinen Eltern gehabt, dass die da irgendwo draufklicken wollten und habe dann ihnen aber gesagt, nein, halt, stopp, tut das bloß nicht. Gut, mittlerweile haben sie es gelernt, ist auch gut so. Okay, das ist jetzt bei einer E-Mail. Weiter geht's, wenn wir hier auf einer Website sind. Dann ist es enorm wichtig, das ist schon ein bisschen älteres Foto, ist auch nicht von mir. Aber okay, was wir hier sehen ist, wir haben hier oben eine völlig andere Domain. Das heißt, der Domainname ist auf keinen Fall amazon.de oder Punkt was weiß ich was, sondern da steht metcardistribution.co.nz. Das ist nicht das Richtige. Das heißt, wenn ihr hier eure Daten eingebt, dann landen die nicht bei den Amazon-Servern, sondern sie landen bei wem auch immer diese Website hier gehört. Das heißt, eure Amazon-Login-Daten sind dann sozusagen einfach weg. Das heißt, derjenige kann sich anmelden, kann Sachen bestellen auf eurem Namen, mittlerweile nicht mehr zu sich liefern lassen, aber immer noch zu euch liefern lassen oder zum Beispiel bei ihm dann Sachen kaufen. Sachen, die er für unglaublich teuer verkauft, kann er dann einfach einkaufen. Ihr müsst dann einen riesigen Betrag zahlen. Das heißt, ja, da ist dann für euch auch einfach ein riesen Verlust da drin, wenn derjenige zum Beispiel in seinem eigenen Online-Shop überteuerte Ware einkauft, nur damit er sie los wird. Ja, all diese Sachen sind natürlich sehr gefährlich und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr immer darauf achtet, auf welcher Webseite bin ich denn aktuell und ist diese E-Mail tatsächlich auch authentisch und geht der Link auch wirklich auf Amazon oder geht der halt woanders hin? Die Phishing-Mails, die sind nicht nur unbedingt von solchen Webseiten, also von so großen Konzernen wie Amazon oder Facebook zu erwarten, YouTube, Google sowieso, aber auch PayPal oder irgendwelche Postangelegenheiten habe ich auch schon oft gesehen. Im Prinzip könnt ihr das bei oder müsstet ihr das bei jeder Website die ganze Zeit überprüfen. Das heißt, auch wirklich immer sicherstellen, okay, das ist die Website, wo ich hin möchte und das ist auch die E-Mail, die ich beantworten möchte. Ja, ganz wichtig auch momentan sind diese Ransomware-Phishing-E-Mails. Da kommt meistens eine Bewerbungs-E-Mail rein von wegen, hallo, ich möchte als was weiß ich was anfangen zum 1. Juni oder was auch immer. Und hier sind meine Bewerbungsunterlagen als .doc. Ja, das Problem ist, dass die .doc-Unterlagen, da hatten wir auch schon mal ein Video dazu, dass das nicht wirklich .doc ist, sondern dass Windows ja immer die Endung, oder da Windows ja immer die Endung ausblendet, war es eine .js-Datei, sprich eine JavaScript-Datei und die war dann sozusagen eine Ransomware, die euch alle Daten verschlüsselt. Deswegen hier auch nochmal für die Leute, die sowas, die solche Mails annehmen müssen, habt euren Rechner oder, ja, wir werden darauf noch gesondert eingehen, was man da alles dagegen machen kann. Aber das Wichtige ist schon mal, am besten nehmt ihr überhaupt keine Anfragen mit Anhängen tatsächlich von unbekannten Leuten an. Das heißt, wenn ihr irgendwelche E-Mail-Anhänge habt von Leuten, die nicht, mit denen ihr nicht regelmäßig schreibt, dann am besten gar nichts annehmen. Aber es ist auch nicht unbedingt gesagt, dass die E-Mails nicht vielleicht von einem Freund von euch kommen. Das heißt, derjenige könnte gehackt worden sein und ihr bekommt jetzt eine E-Mail von dem. Das heißt, ihr müsst immer darauf achten, was mache ich da gerade eigentlich auf. Am besten wirklich das Gehirn einsetzen, denn der Virenschutz wird das Ganze nicht alles erkennen können. Und ja, was man speziell gegen diese Bewerbungsunterlagen machen kann, also zum Beispiel den Computer wirklich zu isolieren, das werden wir noch in zukünftigen Videos uns angucken. Und das war's von meiner Seite erstmal. Ich hoffe, ich habe ein paar von euch erreicht, die damit noch nicht ganz so auf dem neuesten Stand waren. Vielleicht habe ich auch einfach dem einen oder anderen von euch ein paar witzige Storys erzählen können. Und ja,
Dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann. Ciao.